Ja, Freunde und Damen, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Eigentlich war heute was anderes geplant. Ich hatte eigentlich ein kleines Unboxing vor, aber DHL meinte, wir machen halb eins Feierabend, schreiben einfach in die Sendungsverfolgung. Wir konnten es nicht zustellen. Jungs, ich war zu Hause. Eine Klingel ist nicht nur zum Anschauen da, sondern auch zum Betätigen. Ja, Freunde, deswegen machen wir heute gedrungen, sage ich mal. Eine Tabak-Review von dem Tabak, den es eigentlich schon jetzt eine ganze, ganze Weile gibt auf dem Markt, den ich aber sehr feier und den ich, was mich wunderte, so noch nicht vorgestellt habe. Weil, wie gesagt, ich feiere ihn sehr. Ich habe hier bestimmt auch schon 6, 7, 8 Dosen weg. Und zwar ist das von Holster heute mal der Eiskaktus. Meistens war die Dose immer schneller leer, als dass ich ihn vorstellen konnte. Der Kollege kostet euch 17,90 Euro, 200 Gramm. Preis? Völlig okay, finde ich. Und UVP brauchen wir, denke ich, jetzt hier. Okay, machen wir jetzt hier fix. Ist wie bei Almasiva. Vorne das Logo, rechts und links ein Warnhinweis. Und hier oben das Logo mit Holster und dem Warnhinweis. Schnitt zeige ich euch noch ganz fix. Das Ganze soll eine süße Kaktusfeige mit einer Mentholnote sein. Sprich, es wäre ein Tabak, den es theoretisch ab 20.05. nicht mehr gibt. Zumindest so in der Form, wie wir ihn jetzt hier kennen. So, zeige ich euch mal den Schnitt. Ist für mich ein mittlerer Schnitt, ist völlig okay, wie ich finde. Da seht ihr das Ganze relativ gut. Keine kleinen Ästchen, mal vielleicht ein, zwei drinne, aber wie gesagt, könnt das safe mit Rauchen, Freunde. Passiert rein gar nichts. Geruchstest müssen wir noch machen, bevor ich die Dose hier zumache. Wie gesagt, süße Kaktusfeige mit Menthol und es ist bombastisch abgestimmt. Es ist wirklich, ihr habt was süßliches, was dann aber so ein Stück runtergeholt wird, sage ich mal, vom Mentholgeruch. Was dem ganzen so im Abgang was schön frisches gibt, wie so eine Art Kaugummi, sage ich jetzt mal. Nicht, dass es jetzt Kaugummi Geschmack ist, aber an dieses Kaugummiartige erinnert mich das Menthol einfach. Aber im Vordergrund definitiv kommt eine süße Note durch, was die Kaktusfeige ist. Ich habe es leider noch nie geschafft, eine Kaktusfeige zu essen. Und als zweites kommt dann so um die Ecke, wie ich immer sage, die Mentholnote, die das Ganze nicht ins extrem süße abdriften lässt, sondern das so wieder ein bisschen runterholt, ein bisschen runterdrückt, finde ich. Aber riecht sehr, sehr angenehm meiner Meinung nach und vom Geruch feiere ich es extrem. Ja, Freunde, kommen wir mal zum Rauchtest, wie der auch ist, wie das Ganze schmeckt und so weiter. Setup der Pfeife werden wir, denke ich, nicht großartig drauf eingehen müssen. Die werde jetzt schon, denke ich, auswendig können. Wuka, ATH-Kopf, Panzer Alu, Apple und Top, 3 Black Kokoskohlen da haben wir das Ganze kurz durchgespielt. Und ich würde sagen, wir gehen mal in den Geschmackstest. Wie gesagt, süßer Kaktus oder süße Kaktusfeige mit Menthol. Wie ihr seht, Rauchentwicklung ist schon mal top. Ganz nochmal von der Seite. Also, Rauchentwicklung kannst du dich wirklich nicht beklagen. Wie gesagt, ich rauche das Ganze im Funnel. Der Holster, den kannst du eigentlich prinzipiell überall rauchen. Den kannst du im Tonkopf, im Steinkopf, im Funnel. Ich habe schon im Hotshot RT geraucht. Der kann eigentlich relativ gut Hitze einstecken, a einstecken, neue Sprachfehler, jetzt fangen wir an in den Videos zu stottern. Sieht man auch nicht allen Tagen. Wie gesagt, der kann relativ gut Hitze ab, muss ich sagen, auch jetzt hier in dem Setup mit dem Apple On Top Sieb. Wie es jetzt mit einer Smokebox ist, müsste man probieren, weiß ich nicht, kann ja mal ein Smokebox, Smokebox Raucher in die Kommentare schreiben von meiner Community, wie der sich da verhält. So mit Alu und Sieb finde ich, kann man ihn gut ballern und geschmacklich testen wir jetzt mal, was hier so rumkommt. Und geschmacklich ist es zumindest jetzt in dem Setup so, dass diese Mentholnote ein bisschen stärker rumkommt als dieses Süße. Da ist das, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt verdreht, dass Menthol im Vordergrund steht. Aber er schmeckt definitiv raus, dass hier Menthol drin ist. Was auch der Sinn logischerweise von Menthol ist. Aber nach der Mentholnote kommt so eine leicht süßliche Note, die jetzt nicht zu krass ist. Aber er schmeckt es raus. Er schmeckt es wirklich raus. Ich würde jetzt hier nicht auf die Idee kommen, dass es kaktusfeig ist, weil ich es, wie gesagt, noch nicht gegessen habe. Aber er schmeckt was Süßliches raus. Wie gesagt, Kaktusfeige würde ich hier nie im Leben kommen. Aber es lässt sich sehr, sehr angenehm rauchen. Ihr könnt auch länger ziehen. Die Mentholnote drückt nicht. Sie kratzt auch nicht. Wie der gute Schmidli sagen würde, lässt sich entspannt rauchen. Und ich muss sagen, geschmacklich ist das natürlich nicht für jedermann was. Aber ich weiß aus diversen Facebook-Gruppen und so weiter und was man bei Instagram sieht, er wird sehr, sehr gefeiert. Aber auch einige sagen, es ist nichts für, die, für denjenigen. Für mich persönlich ist das Ding eine Kaufempfehlung. Holster Eiskaktus, süße Kaktusfeige mit Menthol, 17,90 Euro. Der Kollege macht da definitiv nichts falsch. Für die, die ihn noch nicht getestet haben, aktuell ist es mit einer meiner Lieblingssorten oder jetzt schon eine ganze Weile. Wie gesagt, ich habe 6, 7, 8 Dosen davon locker schon weggedonnert. Meistens hält er auch bloß eine Woche bei mir. Und für mich ist das Ding eine absolute Kaufempfehlung. Ja, Freunde, kommen wir zum Fazit vom Holster Eiskaktus. Wie gesagt, 1790-200 Gramm. Könnt ihr im Steinkopf, im Tonkopf, im Pfannel rauchen. Verträgt sehr, sehr viel Hitze. Geschmacklich, was leicht süßliches mit Mentholnote. Geruchlich, genau andersrum, was süßliches mit Menthol. Wo dann doch eher dieses süße Kaktusfeige mehr durchkommt beim Geruchstest. Und Rauchentwicklung ebenfalls top für mich. Wie gesagt, Kaufempfehlung. Und. Gönnt euch den mal und dann soll es das an der Stelle schon gewesen sein. Wie gesagt, wenn alles klappt, Mama Dienstag drei Unboxings gleichzeitig. Mindestens zwei sollten es werden. Und dann danke ich euch fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Hey, beruhig dich. Aber komm mal runter! Komm runter! Manda! Lasst gerne ein Däumchen nach oben da, lasst ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Link für Instagram in der Videobeschreibung, da bleibt immer auf dem neuesten Stand, wann auch bei Twitch gestreamt wird. Und dann geht jetzt der letzte Zug auf euch. Ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende, raucht ein entspanntes Köpfchen. Und jetzt der letzte Zug auf euch, Freunde. Reingehauen und bleibt gesund. Ja, Freunde, bevor ich das Video jetzt hier beende, ähm, nochmal ein kurzes Update zum Thema Shisha-Messe. Ich wollte das nicht wieder in ein extra Video packen. Ähm, aktuell ist es ja so, die meisten werden es mitbekommen haben, dass alle Großveranstaltungen bis 31.08. gecancelt sind. Was natürlich auch den Termin für die Shisha-Messe im Juli betrifft. Das heißt, auch wenn noch kein Statement von der Messe kam, zumindest kein richtiges, es waren mal Instagram Stories mit schwarz-weißen Bildern drin. Ähm, die shisha im Juli wird definitiv nicht stattfinden. Weil auf so eine shisha wie in Frankfurt, was eigentlich auch die wichtigste Messe ist, ähm, kommen bis zu 30.000 Menschen. Brauchen wir, denke ich, nicht weiter darauf eingehen, dass das Ding nicht stattfinden wird. Ähm, es gibt dazu jetzt zwei Szenarien, die möglich sind. Entweder man verschiebt das Ganze nochmal, müsste das dann aber entweder ab. Frühestens September machen. Sprich, wenn diese Ausgangssperre oder dieses Kontaktverbot bis 31. gilt und dann das sozusagen zurückgenommen wird oder abgesetzt wird, wäre die Shisha-Messe frühestens am 1.9. möglich. Was ich natürlich sehr hoffe, weil ich mich wie gesagt sehr auf die Shisha-Messe gefreut habe. Es wäre meine erste gewesen, ich hätte euch getroffen und so weiter. Wo ich aber ehrlich bin, glaube ich nicht, dass die Shisha-Messe dieses Jahr noch stattfinden wird. Ich hoffe es, wie gesagt, immer noch, weil ich habe ja auch noch Karten. Auch die die Karten haben, wartet ab, was die Veranstalter sagen, ob die fürs nächste Jahr gültig sind oder. Keine Ahnung. Müsst ihr mal auf Instagram Shisha-Messe abchecken. Ähm, ist für mich aber relativ unwahrscheinlich, dass sie nochmal verschoben wird. Weil im Oktober, November, Dezember ist auch nochmal in der Tabak. Und wenn du die Shisha-Messe jetzt in den Oktober oder November legst, ist es ja schon gar nicht mehr so weit bis zur nächsten. Deswegen ist meine Vermutung ganz einfach, dass die Shisha-Messe für dieses Jahr komplett gecancelt wird und die nächstes Jahr dann sozusagen neu starten. Und das war so das kurze Update, was ich halt jetzt nicht extra in ein 3-Minuten-Video verpacken wollte. Schaut bei Instagram mal rein oder vielleicht kriegt auch eine E-Mail, was mit den Tickets passiert. Setzt euch mit den Hotels in Verbindung, wenn ihr wisst, was Phase ist, ob sie verschoben wird, ob sie eben gecancelt wird. Dass ihr da vielleicht sogar euer Geld wiederbekommt. Ich denke, die Hotels werden da sehr kulant sein. Meins war es zumindest beim Verschieben schon mal. Und das soll es jetzt an der Stelle gewesen sein mit dem doch schon etwas längeren Video. Und jetzt aber, Peace und bleibt gesund.